Am 16. Mai 1941 starb Johannes Kuhlow. Johannes Kuhlow, der Posaunengeneral, der Bläserevangelist oder wie ihn sein Biograf Wilhelm Ehmann im Untertitel seines Buches nennt, ein Spielmann Gottes. Herr Professor Ehmann, es gibt wohl niemanden, der über Johannes Kuhlow besser berichten könnte als Sie. Sie haben Kuhlow persönlich gekannt, Sie haben mit ihm im Kuhlow-Hornsextett geblasen. Was hat denn die Gestalt Johannes Kuhlows für Sie anziehend gemacht, so dass Sie mit ihm zusammengearbeitet haben? Und Sie haben ja ein ganzes Stück auch das Werk Kuhlows weitergeführt. Also von einer Entscheidung wird man kaum sprechen können. Wenn eine Entscheidung gefallen ist, so ist sie von den Eltern entschieden worden, die oft im Ruf folgten, lasset uns auf sein und gen Bethel ziehen. Ich bin in die Bläserei sozusagen hineingeboren worden, weil in Bethel alles blies und alles sang, schon eine Tat von Kuhlow her und Vater Bodelschwingh her. Und man kam gar nicht daran vorbei, man wurde sozusagen anstatt mit der Windflasche mit dem Flügelhorn aufgezogen. Man lernte erst blasen und dann singen. Eine Persönlichkeit wie Johannes Kuhlow, den Sie als Junge, als Kind dann schon in Bethel erlebt haben, fällt ja nicht einfach vom Himmel. Was ist denn der Hintergrund, der geistige oder der geistliche Hintergrund, auf dem man Kuhlow verstehen muss? Vielleicht sollte man zunächst an das Landschaftliche denken. Das Ravensberger Land, gelegen zwischen zwei Gebirgszügen, dem Teutoburger Wald und dem Wiehengebirge, wovon Kuhlow zu sagen pflegte, es heißt Wiehengebirge, weil es aussieht wie ein Gebirge. Seine Familie ist dort angesiedelt, in Mennighüffen bei Löhne, und es ist so gelaufen in der Sippe, wie es damals üblich war, bei Überschüssigen sozusagen Söhnen in der Landwirtschaft, man wurde Lehrer und dann Pfarrer. Genau dieser Weg ist gegangen worden von der Familie Kuhlow aus. Und schließlich der geistige Hintergrund, wovon Sie sprechen. Dieses Musterländle hat eine Erweckung erfahren, wahrscheinlich mit Besuchen von Herrn Hut. Die Prediger haben im Hause Volkeling gewohnt. Und Volkeling ist der Haupterweckungsredner gewesen in diesem Landstrich. Und die Familie Kuhlow ist in der Nachbarschaft zum Hause Volkenig aufgewachsen und von klein auf auch mit diesen Erweckungsprediger in Freundschaft verbunden gewesen. Später pflegte Kuhlow zu sagen, der Ravensberger lebt als Lutheraner, gesalbt mit einem Tropfen pietistischen Öls. Und wie ist nun der berufliche Werdegang von Johannes Kuhlow gelaufen? Er kommt also aus diesem Ravensberger erwecklichen Hintergrund. Was ist musikalisch und was ist in seiner Ausbildung geschehen? Der eigentliche Erfinder der Posaunenchöre war nicht Johannes Kuhlow selbst, sondern sein Vater Eduard. Das ist, wie ich meine, allzu oft vergessen worden. Johannes hat Eduard schon bei den kleinsten Anfängen geholfen. Er hat Noten geschrieben, Nacht um Nacht. Er sagt selbst, er sei viele Wochen überhaupt nicht im Bett gewesen. Er hat die Instrumente ausprobiert und hat als Junge also schon geblasen. Er besuchte die Schule in Bad Oeynhausen. Dann kam er aufs Gymnasium nach Gütersloh. Eine Gründung übrigens von Volkenning, also auf dem Boden einer pietistisch-lutherischen Glaubenshaltung. Theologiestudium war sozusagen die innere Linie der ganzen Sippe Kuhlow. Und Kuhlow ist dann nach Leipzig gegangen, um in der Musikstadt und Bachstadt Leipzig Theologie zu studieren. Davon hat er sehr viel mitgenommen. Vor allem die Freundschaft und Bekanntschaft mit einem Singquartett Rötig. Das waren vier Kirchenmusiker, die damals singend durchs Land reisten. Und Kuhlow hat bis in die letzten Jahre davon gezehrt, sogar seine Programme danach gemacht. Ich erinnere mich auch, dass ich dieses Gesangsquartett gehört habe als Junge. Und Kuhlow hat selbst solche Gesangsquartette in seiner eigenen Familie gegründet,
wie übrigens etwa die Familie Duwe das auch gemacht hat. Halle, da kam er mit dem Pietismus in Berührung. Das hatte ihn innerlich sehr bewegt und gefördert. Erlangen, das Treffen auf die hymnologische Arbeit, wie sie in Bayern von Zahn geübt worden ist, aber in Westfalen, in Gütersloh, auch in einem Verlag der Erweckung, heute Bertelsmann, gedruckt wurde. Von daher hat Johannes Kuru sein großes Interesse für die Kirchenliedmelodien mitgenommen und hat selbstständig daran gearbeitet, ein eigenes neues Gesangbuch herauszubringen. Er kam dann als Kandidat der Theologie zu Wichern, Raushaus bei Hamburg. Wiederum stieß er auf eine musikalische Situation, nämlich Wicher machte sich die Pädagogik von Pestalozzi in der Schweiz zugute, um die Familien, die die Gliederung des Hauses bedeuteten, mit Musik zu versehen, um das Singen und Spielen dort als ein Erziehungsmittel mit anzuwenden für die gefährdete Jugend am Rande der Großstadt. Seine erste Fachstelle erhielt er denn im Ravensberger Lande und hat dort nun schon gleich versucht, seine musikalischen Ideen zu verwirklichen. Er brachte sein Flügelhorn mit und er hat nach dem Vorbild der Reformatoren, etwa in Wittenberg, die Gemeinde vor und nach dem Gottesdienst zum Singen dabehalten. Und er war dann stolz, wenn am nächsten Tage etwa die Mägde beim Melken die Lieder sangen, die er ihnen gerade am Sonntag beigebracht hatte. Hier wurde er sozusagen von Vater Bodenschwing, wie man in Bethel sagt, von dem Hauptförderer der Anstalt Bethel, entdeckt und von da aus berufen nach Bethel als Sing- und Blasmeister. Sehr bewusst, weil auch Bodelschwing, gleichsam einem Instinkt folgend, die Musik und vor allem das Blasen als eine Therapie mit eingesetzt hat für seine Kranken. Und das hat dann Kuhlo systematisch durchgeführt, indem er Krankenchöre gründete und auch leitete, indem er die ganze Liturgie so ausbaut und entsprechende Musikstunden abhielt. Da kommen wir aber vielleicht noch später darauf zu sprechen. Sie haben von dem Studio Kulos in Halle, Leipzig und Erlangen gesprochen. Das Problem vieler Theologiestudenten heute ist ja, dass sie während des Studiums oft ihren Glauben verlieren. Waren vor gut 100 Jahren andere Verhältnisse an den Universitäten oder war Kulo einfach mit einer gewissen westfälischen Standhaftigkeit begabt, die ihn dann befähigte, den ursprünglichen Glauben seiner westfälischen Bibelbauern beizubehalten? Es ist vielleicht ein bisschen einfach zu sagen, dass ihn die angeborene Ravensberger Standfestigkeit gerettet hat. Aber er selbst hat sich darauf oft berufen. Er ließ sich nicht beeinflussen. Und es gehört allerdings noch dazu, die aufgeweckte Lebendigkeit in dem jungen Mann, die sehr kritisch war gegenüber allen äußeren Begegnungen, gerade auf der Universität. Und er sagte nicht selten im bekannten Satz, je gelehrter, je verkehrter. Er hielt also von der Wissenschaft nicht viel und es ist ein bisschen dialektisch, ein bisschen gegensätzlich, wird er nachher dann noch ausgerechnet einen wissenschaftlichen Ehrendoktor seiner Universität in Erlangen erhielt.
von einem Mann, der von der Wissenschaft als solcher nicht so sehr angetan war. Aber es ist, glaube ich, auch ein Sonderfall bei Johannes Kuhlow. Er ist eigentlich von der ersten Minute ab, überspitzt gesprochen, fertig gewesen. Und er hat oft gesagt, ich verdanke es meinem Gott, dass ich nicht einen Augenblick an meinem christlichen Glauben gezweifelt habe. Wie war dann das Verhältnis von Kuhlow zu anderen Christen? Hatte er immer den Kontakt zu seinen Wurzeln oder auch zu anderen jungen Männern, die ähnlich im christlichen Glauben standen? Ich sagte vorhin schon, dass er natürlich, gerade von seiner Herkunft her, mit großer Kritik andere geistige, auch religiöse Bewegungen verfolgte. Und aus seinem Briefwechsel geht auch hervor, dass er natürlich sehr stark sich abgesetzt hat, auch von seinen theologischen Lehrern, wenn sie ihm nicht zusagten. Angeschlossen hat er sich einer Studentenverbindung, einer christlichen Studentenverbindung, dem Wingolf, und dem hat er angehangen durch sein ganzes Leben hin. Und hier hat er gewiss auch, wenn man es so formulieren darf, Glaubensbrüder getroffen und vielleicht mit ihnen auch die Gebetsübungen fortgesetzt, diese Kniefreundschaft, dass man sich um einen Tisch oder um einen Stuhl herum sammelte, niederkniete und dann abwechselnd frei ein Gebet fortsetzte und zusammen am Schluss an Vater Unser betete, wie es heute noch in einzelnen Kreisen auch im Ravensberger Land geübt wird. Er hat allerdings immer mit Stolz hervorgerufen, dass er kein Bier getrunken hat, sondern er ein Milchtrinker war und sagte, ich bin als Milchtrinker auf die Welt gekommen und dabei bin ich geblieben. Obwohl er also nun so eine doch starke und offenbar auch eigenwillige Persönlichkeit war, war wohl Johannes Kuhlow nie versucht, bestehende Ordnungen, etwa Ordnungen auch seiner Kirche, zu sprengen und eigene Strukturen aufzubauen. Es gab ja zu seiner Zeit einige andere wichtige Männer im Reiche Gottes. Wir haben Namen schon genannt. Ich denke an Wichern oder Bodelschwing oder auch an Stöcker. Wie war das Verhältnis von Kuhlow zu solchen Männern? Sie haben ganz recht. Er war kein Gipfelstürmer. Und er hat trotz der Kritik, die er aus der Erweckungsbewegung mitbrachte an bestehenden, vielleicht verkrusteten Ordnungen, doch im Grunde immer in den gegebenen Ordnungen und Räumen gearbeitet und gewirkt. Die Namen, die Sie eben nannten, Wichern, Stöcker, Bohlschwing, waren sozusagen die geistigen, ja geistlichen Sterne seines Lebens. Er hat sehr oft davon gesprochen, aber ich habe nie eine kritische Anmerkung zu diesen Persönlichkeiten gehört. Wenn ich versuchen darf, das ganz kurz anzudeuten. Ich meine, wir hätten am Anfang schon einmal darüber uns Gedanken gemacht. Bei Wichern, Rauhaus, Hamburg, Sammlung der gefährdeten Jugend aus der Groß- und Industriestadt, sah er, wie man durch Singen und Spielen eine Ordnung halten und schaffen darf und die Menschen inspirieren kann, und sie durch geordnete Musik auch mit in Ordnung halten kann, gemeinsam mit dem Text natürlich. Stöcker, er ist in den Anfängen ein begeisterter Gefolgsmann von Stöcker gewesen, der die christlich-soziale Arbeiterpartei gegründet hat. Er hat ihn eingeladen zu politischen Vorträgen in das Ravensberger Land. Er ist begeistert aufs Podium gesprungen und hat große Reden gehalten. Was wohl so weit gegangen ist, dass er sich verdingt hat als Assistent von Stöcker und vielleicht, so meint man, er gelegentlich einen Wink bekommen hat, dass das nicht seine Hauptlebensaufgabe sein könnte. Aber gewiss haben auch politische Gedanken von Stöcker ihn das Leben lang begleitet. Bei Bohlschwing letztlich wird alles bisher gesagt, man möchte sagen, überboten. Er ist von Bohlschwing berufen worden und hat sich das sehr lange überlegt, wie er überhaupt kein Mann von impulsiven Entschlüssen war, weil er auch sehr selbstkritisch war und fragt sich, kannst du das überhaupt leisten? Und nach wiederholtem Drängen ist er dann doch nach Bethel gezogen
Er hat von Bodenschwingh übernommen die Bemühung um die Armen, die Kranken, die Heimatlosen, also einen sozialen Sinn, und hat von Bodenschwingh unterstützt auch diesen absoluten Glauben und die Glaubenshoffnung nicht nur, sondern die Glaubensgewissheit auszustrahlen versucht durch seine Musik. Und hier eben auch ganz bewusst wieder, wie bei Wichern schon, die Musik eingesetzt als Therapie in den Krankenhäusern. Das ist auch bis heute noch der Fall. Und man kann sagen, gerade in den letzten Jahren hat man die Musik als Therapie, als Heiltherapie, auch systematisch und wissenschaftlich, wie man sagt, an den Universitäten aufgegriffen und machen eigentlich dasselbe, was diese Männer vor 100 Jahren mehr aus dem Instinkt heraus betrieben haben. Und Kulo hat selbst bewegende Geschichten erzählt, wie etwa der Mensch erreicht werden kann, auch in einem Zustand, wo das Wort, das gesprochene Wort nicht mehr hinkommt, ihn nicht mehr gewinnen kann. Aber die Töne kann man offenbar noch aufnehmen. Also bei Schwerkranken, bei sterbenden Menschen. Also war, wenn ich das jetzt richtig verstehe, offenbar Kulo auch ein sehr kooperativer oder bruderschaftlicher Mensch. Ja, zweifellos. Ja. Das war bei aller Eigenwilligkeit, suchte er immer die Verbindung. Also das ging bis dahin, dass er in der Eisenbahn, damals fuhr man ja noch nicht so viel Auto, und ich war in der Eisenbahn, bald das ganze Abteil im Gespräch beisammen hatte. Jetzt will ich einmal ganz anders noch fragen. Ihnen, Herr Professor Ehmann, ist ja die heutige Posaunenchorpraxis sehr vertraut. Und da stellen sich oft die Fragen nach willigen und auch nach fähigen Nachwuchsbläsern. Wie hat Johannes Kulo dieses bewältigt? Wie hat er die Bläser motiviert, zum einen, dass sie überhaupt mitblasen wollten, aber zum anderen auch, dass sie geübt haben? Ich meine, zu Anfang gesagt zu haben, dass die Posaunenchöre aus einer Bewegung entstanden sind. Und die Bewegungen, es gibt ja viele auch geistliche und musikalische Bewegungen, haben es aber an sich, dass die nicht geplant werden von uns Menschen, dass sie nicht durch Schulbücher geschaffen werden, sondern dass sie plötzlich da sind und keiner weiß, woher es kommt. Man darf sagen, in jener Zeit, ich sage es etwas bildlich, die Sänger und auch die Bläser sprossen aus der Erde wie die Frühlingsblumen. Man war auf einmal da und wusste nicht, wie es kam. Man brauchte gar nicht zu werben. Und erst hinterher kam nun die Schwierigkeiten. Ja. Ich darf vielleicht mal dazwischen fragen, wie war das mit dem Üben bei Kulo selbst? Hat Kulo selbst noch geübt? Sie haben ja auch mit ihm geblasen. Mussten Sie üben? Ja, wir haben ihn sicher öfter gefragt, ja, wie kann man da nun weiterkommen? Und er hat uns eine Übung beigebracht, einen Ton anzusetzen und den so lange auszuhalten wie nur möglich und ein großes Crescendo und Decrescendo zu machen. Das waren eigentlich Ansatzübungen, um die Lippen zu stärken. Und dann mussten wir Tonleiter blasen. Aber etwa Etüden oder Stimmbildungsübungen oder Gehörsübungen hat er auch bei seinen Kursen oder seinen Übungsstunden mit den Bläsern, den Kursen, niemals gemacht. Er übte die Liedsätze tüchtig, vor allem nach dem Ausdruck hin, vom Texte her. Aber was man heute Klavierschule oder Geigenschule nennt, aus Bläserische übertragen, das machte er nicht. Und das, man könnte sagen, das verachtete er in gewisser Weise. Das geht nun bis zu einem gewissen Punkt. Aber dann ist die Frage, nun, wie kann man weiter? Man kann nicht immer aus der Begeisterung oder aus der inneren Berufung oder aus der Wirklichkeit leben, ein ganzes Leben bestreiten, vor allem noch das Leben dann der Nachfolgenden und der Jünger, wenn ich so sagen darf. Wie macht man das weitergehbar? Und dazu gehört sicherlich das Handwerkliche und gehört im Falle des Blasens eben vielleicht doch eine Schule, die das zusammenfasst. Es gibt heute viele Bläserschulen, ich selbst habe auch eine mehrbändige sogar versucht zu schreiben, um mir selbst Klarheit zu verschaffen über die Probleme. Aber wie halte ich nun das Ganze geistig und geistlich zusammen? Und darüber müsste man sich in einem anderen Zusammenhang Gedanken machen.
Aber dieser Hinweis auf die langen Töne, das ist ja eigentlich ein sehr professioneller Hinweis. Wir wissen ja auch, dass Berufsbläser eigentlich ihren Ansatz dadurch fit halten, dass sie täglich mit diesen langen Tönen beginnen. Ja, natürlich. Und der Hinweis auf Ihre Schule ist sicher auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Wenn wir heute einen Posaunenchor ansehen, dann sehen wir eigentlich Trompeten für die hohen Stimmlagen und Posaunen nur für die tieferen Stimmlagen. Zur Zeit Kulos blies man ja für die hohen Stimmlagen die Hörner und noch weniger Posaunen als heute. Wie kam es eigentlich zu diesem Wort Posaunenchor? Man müsste ja eigentlich Hörnerchor sagen dazu. Ich will auf Ihre nächste Frage gern einzugehen versuchen. Luther übersetzt Posaunenchor. Und dieses Wort hat sich auch eingebürgert und gehalten bis heute. Und man hat nichts Besseres gefunden für das, was dieses Wort in den Dimensionen, in den inneren Dimensionen sagen will. Die Wissenschaftler, die Philologen halten dagegen, ja, im Urtext steht gar nicht was von Posaune, sondern da steht Schofar. Und das heißt Widerhorn. Offenbar haben die Israeliten mit Widerhörnern die Mauern von Jericho umgelegt, in Anführungsstrichen gesprochen. Die Posaunen selber, das ist auch wieder eine Auskunft von der Musikwissenschaft her jetzt nun, sind in dieser Form, wie sie geblasen werden heute, erst im Burgunder-Kulturkreis im 15. Jahrhundert entstanden. Offenbar hat Luther hier nicht aus Nichtwissen gehandelt, sondern er hat, wie wohl auch an manchen anderen Stellen, nicht eine wortwörtliche philologische Übersetzung angestrebt, sondern eine plastische Aussage nach dem Geistigen. Und wie würde es heißen, nicht wahr, wenn wir anstatt Posaune Widerhornchor sagen würden? Und wie würde es in den vielen biblischen Stellen und auch im Gesangbuch lauten, wenn wir anstatt Posaune die Posaune erklingt, nicht wahr, das Widerhorn erklingt, sagen würden? Und ich meine, es ist die Freiheit eines Übersetzers, so zu verfahren. Und das Wort Posaune hat nicht wenig dazu beigetragen. Und man kann es überhaupt nicht für den inneren Auftrag ersetzen. Nun hat ja Kulo selbst offenbar das Flügelhorn als sein liebstes Instrument gehabt, also deswegen auch Kulo Hornsextett. Warum hat Kulo das Flügelhorn so geliebt? Warum hat er nicht zum Beispiel Trompete geblasen? Er nannte die Trompeten die Spatzen und die Flügelhörner die Nachtigallen. Auch wieder eine ganz einfache, aber sehr plastische, eingängige Formulierung, die jeder gleich behält. Für ihn galt es, die Gesangsmusik durch die Bläser zu verstärken. Und nach seiner Auffassung entspricht der Flügelhornton am ersten und besten der Menschenstimme und dem Gesang des Menschen mit dem Kehlkopf. Und er sagt in seiner, hier muss man schon sagen, etwas kindlich-plastischen Gläubigkeit, den Kehlkopf hat Gott als das beste Instrument, was möglich ist, geschaffen. Und wir können also nichts Besseres tun, als mit unseren Instrumenten
den Klang des Kehlkopfes, also das menschliche Singen, nachzuahmen. Das ist in gewisser Weise sicherlich nicht falsch. Ich meine jetzt, dass das Flügelhorn der menschlichen Stimme am nächsten kommt. Nur ist die Frage, man kann eben in dieses Kehlkopfinstrument ganz verschieden handhaben. Der Ton, auf den Kulo abhebt, ist der romantische Menschenstimmklang. Und so ist auch dieser Hinweis nun auf die Nachahmung der Menschenstimme sicherlich zu begrenzen auf den romantischen Klang. Aber es hat Kulo die heilige Überzeugung gegeben, das ist der bessere Klang, der gottwohlgefällige Klang, das ist eine eigentlich christliche Musik. Und er pflegte gern auch nach, das durch eine kleine Erzählung zu beleben. Die Tochter von Wichern in Hamburg hatte in England Musik studiert. Sie kam wieder und wirkte als Musiklehrerin und hatte auch einen Chor gebildet von den Insassen des Frauenhauses und machte damit dann auch Vorsingen, Feiern, Aufführungen, wozu Gäste eingeladen wurden. Nach einem solchen Vorsingen sei am Schluss der Musikkritiker der Hamburger Zeitung zu dieser Tochter Wichern gekommen und habe gesagt, ach, was haben Sie, Fräulein Wicher, einen wunderbaren Sopran. Wo haben Sie den nur her? Nur schade, dass der Junge so schlecht ausspricht. Und dieses schlecht aussprechende Sopran war eben das Flügelhorn von Johannes Kulo, der sich hinten in die letzte Reihe gesetzt hatte und sich versteckt hatte und hatte dem Sopran geholfen. Für ihn war es also das Wichtigste, dass er sich mit seinen Blasen am wenigsten unterschied, der menschlichen Stimme möglichst nah kam, während wir heute vielleicht umgekehrt denken, dass wir uns im Klang spalten von Instrumenten und dadurch die einzelnen Stimmen erst deutlich machen. Wir haben jetzt ganz oft schon vom Singen gesprochen. Nun ist es ja so, dass auch Erweckungszeiten oft auch Singezeiten waren. Und das sehen wir jetzt auch aus all dem, was Sie von Kulo erzählt haben. In welchem Verhältnis stand nun das Blasen zum Singen bei Kulo? Ich denke an einen Satz, den ich einmal von einem älteren Bläser gehört habe. Wir Bläser kennen immer nur die erste Strophe eines Liedes, weil wir dann immer die Wiederholungen spielen. Mit Ihrer Frage spitzen Sie nun eigentlich das Schicksal dieser Posaunenbläserei zu. Ich habe vorhin schon einmal angedeutet, für Kulo war das Blasen eigentlich eine Nachahmung des Singens. Man könnte es auch positiv sagen in seinem Sinne, eine Verstärkung, eine Überbietung des Singens, auch mit einem christlichen Klang versehen. Sicherlich eine gefährliche Aussage, aber für ihn war das Flügelhorn der schlichthin göttliche, der Gott wohlgefallende, der christliche Klang. Und so ist nur verständlich, dass er auch in der Literatur, also in den Bläsersätzen, bei Vokalsätzen, bei Gesangsmusik ansetzte. Natürlich entsteht damit das große Problem, wo bleibt nun der Text? Kulo hat gerne die Texte vorher verlesen und auch noch auf einen Bibelspruch hingewiesen, der dem Text entspricht. Und man sollte den Text mitdenken. Also ich will damit betonen, dass Kulo jetzt auch in den Kompositionen Anschluss an das Singen.
Die Erweckungsbewegung des folgenden Jahrhunderts, die übernahm ja eine Menge Lieder aus dem englischen Kulturkreis. Wie hat sich Johannes Kuhlo gegenüber diesem sogenannten erwecklichen Liedgut verhalten? Er war darin eigenartigerweise sehr geöffnet. Und ich glaube, man muss das von der gesamten Erweckungsbewegung, jedenfalls im Ravensberger Lande, sagen. Das hat Kuhlo aufgenommen, also jetzt Eduard Kuhlo, der Vater, und er hat in seinem Posaunenbuch sehr viele Melodien und Texte übernommen aus der Missionsharfe von Volkling. Und zwar war er so diesem erwecklichen Lied verbunden, dass er jedes Mal dabei schrieb, wo das in der Missionsharfe steht. Und auch Kuhlo, Johannes Kuhlo, hat auch noch, also zu meinen Jugendzeiten, das erweckliche Lied gepflegt. Im Lebensumgang, für die einzelnen Fälle des Lebens. Mir erzählte neulich noch der jüngst verstorbene, jüngste Sohn von Kuhlo, der Mediziner war, dass es ihm das ganze Leben durch verfolgt hätte, dass der Vater ihm von dem Dach des Hauses, sie hatten so ein Flachdach, den Bolschwig dachte, die Welt steht nicht mehr lange und wir brauchen nicht so fest zu bauen, hatten ein Flachdach und es war gebirgig, dort über Gewaltgebirge. Also jedes Mal, wenn der Junge wieder ins Semester zum Studium ging, kletterte er auf dieses Flachdach und blies seinem Sohn hinterher, nur mit Jesu will ich billiger wandern. Und das hat er also als Mediziner durch das ganze Leben mit hindurchgenommen. Dieser Sohn ist kürzlich gestorben. Wir unterhielten uns dann noch telefonisch miteinander, gerade über die Lieder, die nun in dieser Situation ihn besonders bewegten. Also Kuhlo neben seinem Posaunenspiel, neben seinem Beruf als Posaunengeneral, Seelsorger, er war ja Evangelist, hat sich das bemerkbar gemacht in den Posaunenchören? Haben die sich in ihrer Lebensweise unterschieden, zum Beispiel von Spielmannszügen oder von Militärmusikkapellen? Können Sie darüber was berichten? Der eigentliche Entwurf für eine Lebensordnung der Posaunenchöre könnte verglichen werden mit einer Ordensregel. Das ist vielleicht auch nur so in diesem geschlossenen Ravensberger Musterländle möglich gewesen. Die Satzungen hat Kuhlo selbst entworfen, also Johannes Kuhlo selbst entworfen, und zwar von einer Schärfe, wie man das heute sicher keinem jungen Mann mehr zumuten würde. Der Bewerber musste erst eine Probezeit durchmachen, dann gab es eine feierliche Aufnahme in der Öffentlichkeit des Chors, vor allen Chormitgliedern, und er musste versprechen, sein Instrument nur zur Ehre Gottes zu verwenden und nicht etwa für andere Zwecke. Das Flügelhorn sollte auch mit dazu dienen, diesen Chor, die Bläser der Flügelhörner abzuschirmen gegen die, in Anführungsstrichen, gegen die Welt. Und ich habe es selbst erfahren, dass das überhaupt nicht möglich ist, woanders mitzuspielen. Ich will damit nur kennzeichnen, das Flügelhorn als solches schließt schon ab. Satzungen hatten wir gesagt. Die Instrumente
auch wenn man sie selber kaufte, und die Noten waren und blieben Eigentum des Vereins. Auch das musste unterschrieben werden. Das heißt auch, dass man sich nicht zu Weihnachten schenken lassen durfte, was man wollte. Heute will man möglichst ein amerikanisches Instrument haben, mit Puppenmetilen und was so wunderbar hoch klingt. Und das passt nachher nicht in den Chor hinein und das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen manchmal etwas für den Alt. Also es konnte gesagt werden, bitte, willst du nicht das Instrument dir anschaffen, das brauchen wir gerade. Also so weit ging auch bis dahin die Einwirkung. Bei Strafe konnte man nur zu spät kommen. Es war genau festgelegt, wie viel mit jeder Minute, die man zu spät kam, an Pfennigen mehr gezahlt werden musste. Es war verboten, das Wirtshaus zu besuchen. Allgemeine Wendung gegen Auswüchse der Vorzeit. Wem das doch passierte, musste sich freiwillig melden, dass er selbiges getan hatte. Und es wurde dann von den Ältesten beschlossen, welche Strafe er dafür erhielt, entweder in finanzieller oder musikalischer Art. Alkohol durfte nur als Medizin genossen und aufgenommen werden. Man könnte sprechen von dem allgemeinen Priestertum der Blasenden. Das wäre außerordentlich zutreffend. Wer also diesem Orden zugehört, hat ein im guten Sinne gemeint, ein priesterliches Gehabe, einen priesterlichen Auftrag auch an dem Nächsten. Und so wurden auch die jungen Leute in den Gemeinden betrachtet, dass etwa zu Krankenbesuchen, zu Hilfsdiensten dann Posaunenbläser herangeholt wurden und gebeten wurde. Wir Heutigen sind ja ganz schnell dabei, dass wir den Christen des 19. Jahrhunderts vorwerfen, sie hätten in den sozialen Fragen versagt, sie hätten sich dieser Frage nicht angenommen. Nun haben Sie ja schon Verschiedenes erwähnt, was diese sozialen Bezüge betrifft. Auch Kulo hatte ja in Bethel gearbeitet und er hat immer wieder gerade mit Männern zu tun gehabt, die sich sehr eindrucksvoll engagiert haben in diesen Fragen. Hat Kulo auch die Bläserarbeit in dieser Beziehung eingeordnet? Ja, Sie haben ganz recht. Ohne Absicht musste ich immer wieder schon dieses Thema berühren. Hinzu kommt jetzt plastisch und nüchtern, dass Kulo berufen wurde als Direktor der Diakonenanstalt Nazareth. Er sollte also Diakone ausbilden, die ja zum großen Teil in Sozialaufgaben standen. Und es war Sitte, dass jeder Diakon blasen lernte und blasen können musste. Und er hat in den Diakonen sozusagen ein Unterofficierschor sich selbst herausgebildet. Er selbst hielt es auch immer, wie er sagte, auch mit dem einfachen Mann. Und er hat alle Schritte wohlschwingend geradezu idealisiert. Sozialarbeit war ja schon Wichern im rauen Haus. Und ich als alter Bethler würde sagen, die machen heute von Staats wegen mit großem Pomp das, was Bodelschwing längst vor 100 Jahren schon gemacht hatte, allerdings aus ganz freien Stücken, bis hin zu Trinkerheilanstalt, wie er das damals nannte, nicht wahr? Also Trunksüchtigen, Drogenabhängigen oder den Brüdern von der Landstraße, wie er die Arbeitslosen nannte, die Tippelbrüder. Die Herberg zur Heimat, die er schuf, wo man für 3 Tage Holz hacken, dann mal sich ausschlafen konnte. Das alles waren Selbsthilfen sozialer Art. Nun haben Sie, Herr Professor Ehmann, Johannes Kulo ja in seiner ganzen Originalität auch erlebt. Und dazu gehörte ein ganz besonderer Humor. Es gibt so manche Anekdoten von Kulo. Er soll zum Beispiel blasend durch den Rhein geschwommen sein oder er soll von allen ersteigbaren Türmen geblasen haben. Man hat auch den Eindruck, dass er sein Horn nie aus der Hand gelegt hat, so nach dem Motto, ein Horn für alle Fälle. Könnten Sie uns ein wenig von diesem besonderen Wesenszug Kulos erzählen? Für ihn war das Flügelhorn eigentlich gar kein Kunstinstrument, sondern ein Gebrauchsinstrument zum Missionieren. Und Sie haben ganz recht, er legte es nie aus der Hand, er hat es immer greifbar. Auch nachts, es musste immer auf dem Nachttisch daneben liegen. Er sagte, das ist meine Braut, die muss ich immer mitnehmen, nicht wahr? Und er legte es so, dass
das Mundstück nach unten neigte, sodass es austropfen konnte über Nacht. Also ein Gebrauchsgegenstand. Man könnte sagen, sag es mit Hörnern, könnte man es modern unterstreichen. Eine kleine Geschichte. Er meldete sich auch mit seinem Flügelhorn. Er pflegte, wie er oft die Pfarrer, bei seinen vielen Reisen in einem Krankenhaus oder Schwesternhaus sich verwöhnen zu lassen. Er kam spät heim, alles dunkel, Tür geschlossen. Natürlich nahm er seinen Flügelhorn heraus und wollte sich die Tür nun öffnen lassen. Und anstatt dass die Tür aufging, wurde es im ganzen Hause Licht. Überall wurde das Licht angesteckt. Und dann hat er wohl sich noch durch Klopfzeichen gemeldet. Da kam die Schwester und machte auf. Und warum war das so geschehen? Er wollte spielen, tut dir auf die schöne Pforte. Aber darauf kann man auch singen, wird auch gesungen auf die gleiche Melodie, werde liegt du Stadt der Heiden. Und das hatte also die Schwester entweder wirklich so geschaltet oder sie wollte eben einen geistvollen Scherz machen mit ihm, weil sie ihn kannte. Nicht wahr? So etwas ließ sich auf Schritt und Tritt verfolgen. Ich sagte schon, auch in der Familie, wenn er jemanden sprechen wollte von der Familie, er hatte sein Instrument auch zur Hand, wenn er am Arbeitstisch saß oder an seinem Harmonium, um zu komponieren, dann drückte er nicht auf eine Schelle oder lief nicht hin oder schickte jemanden, nicht wahr, von seinen vielen Schreibhilfen, sondern dann blies er. Zum Beispiel seine Frau hieß Else. Und er blies dann, ach Elslein, liebes Elslein, wie gern wäre ich bei dir. Oder er unterhielt sich sehr gerne im Eisenbahnabteil. Er sprach ihn an, sie haben aber schönen Schlips oder sowas. Wir fragten ihn mal. Sag ja, ich mache das, um erstmal Kontakt zu kriegen mit den Menschen. Und dann unterhielt er das ganze Abteil. Es gab also, jetzt das war der vierte Klasse, er fuhr natürlich nur vierte Holzklasse, nicht wahr? Da hat er ja auch mehr Auditorium um sich und auch aus Sparsamkeitsgründen. Und er sprach über alles, was es gab, auch über Lebensführung und ein gesundes Leben, kein Alkohol, nicht rauchen, vernünftig essen, viel Sport machen. Und da sagte er, er würde auch das Ei eben dann immer ganz zu sich nehmen, weil der Körper auch Kalk brauchte. Und alles sagte, ja, wie machen Sie das denn? Da steckte er das Ei ganz in den Mund, ohne es von der Schale befreit zu haben, und die Schale mit. Und das aß er dann auf. Und dann und das Gelbe ran natürlich in seinen weißen Nikolausbart. Und es war ein Hallo, wie über die bis zur nächsten Bahnstation. Das ist ja gut, solche Dinge noch zu hören, die ja dann oft vergessen werden, wenn jemand heimgeht, wenn jemand stirbt. Johannes Kuhlow, Sie haben das schon gesagt, ist sehr alt geworden. Wie ist er gestorben? Ich war damals nicht mehr in Bethel. Es scheint aber so gewesen zu sein, dass er auch im hohen Alter natürlich nicht von seinen Blasen ließ. Man kann sogar, jetzt nochmal zurückgegriffen, sagen, dass man ihn pensionierte, um ganz der Bläserarbeit zu leben. So ging er auch noch allein, seine Frau war inzwischen gestorben, die Kinder aus dem Hause und verheiratet, ging er allein, er ließ sich nicht gerne helfen, die Chöre zu besuchen, in der Nähe von Bielefeld, in Quelle hieß es wohl, bei stürmischem Wetter, abends zurück und stürzt in den Straßengraben und hat sich irgendwie etwas verwundet und erkältet dabei. Und dann muss er an Lungenentzündung gestorben sein. Ich kann das also, wie gesagt, nur dem Hörensagen nach jetzt berichten. Der damalige Leiter der Anstalt Bethel, auch ein Friedrich von Bodelschwingh, war bei ihm und sprach ihm Trostworte zu aus der Bibel. Unter anderem, wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Und daraus soll er dann das eine Wort nimmermehr herausgenommen haben, oder das soll sich festgesetzt haben, vielleicht auch aus diesem eben Ravensberger Temperament heraus, nimmermehr. Er hätte immer nur das Wort nimmermehr gesagt, und mit dem Wort nimmermehr sei er dann verschieden. Musik.
So verstand ja Kulo seinen ganzen Dienst, dass er Menschen das Evangelium weitersagen wollte, auch durch sein Blasen. Er spielte Lieder und Choräle in der Hoffnung, dass auch die Hörer den Text dann assoziieren werden. Nun leben wir ja heute in einer weitgehend entkirchlichten Gesellschaft. Die Texte und die Melodien der Choräle sind den Menschen nicht mehr oder nur noch wenig vertraut. Selbst im kirchlichen Unterricht werden kaum noch Liedverse gelernt. Muss ich da nicht für die Posaunenarbeit heute, falls sie evangelistisch wirken will, ganz neu die Frage stellen, in welchen Formen das geschehen kann, wenn sie nicht im eigenen Saft braten will? Oder ist die Epoche des Blasens als missionarische Möglichkeit überhaupt vorbei? Hier wäre ich nun dankbar für etwas aus Ihrer Sicht, wie Sie die Bedeutung oder wie Sie das Erbe Kulos für uns heute sehen. Das ist vielleicht das schwierigste Problem. Eine Antwort braucht nun auch wieder ein ganzes Semester Vorlesung. Und was ich jetzt sage oder zu sagen versuche, ist den Versuch, aus eigenen Erfahrungen vielleicht einen Schluss zu ziehen. Denn unsere Situation ist so schwierig geworden, dass es nicht möglich erscheint, absolute Richtsätze auszugeben. Es muss wahrscheinlich mehreres einfach versucht werden. Zunächst meine ich, ich habe das vorhin schon einmal angedeutet, dass wir nicht einfach das Instrument uns zu Weihnachten schenken lassen und in der nächsten sogenannten Übungsstunde setzen wir uns dazwischen und gucken ab, wie macht er das jetzt, welches Ventil braucht er, sondern wir müssten systematischen Unterricht geben. Vielleicht kann uns auch hilfreich sein, ein Hinweis auf die Geschichte. Es wird niemanden denken, wenn ich sage, das evangelistische Blasen ist eigentlich seit jeher gepflegt worden, also etwa von den Stadtpfeifern. Und zwar eben nicht von einer Anstellung von einer christlichen Organisation her, sondern sie waren meistens eben Stadtpfeifer und es gehörte dazu, eben von den Türmen oder Rathäusern die Stunden anzublasen und dabei eben auch Liedsätze zu spielen. So dass man das sicherlich als eine solche evangelistische Aufgabe mit ansehen muss. Liedsätze, in denen man die Stunden anblies, Morgenlieder, Abendlieder und die Jahreszeiten, ich war zu Pfingsten, zu Ostern, zu Weihnachten und so fort. Hier könnte ein Beispiel für uns sein, jedenfalls ein Beispiel zum Nachdenken, dass der bekannteste Stadtpfeifer zur Zeit Bachs in Leipzig, Gottfried Reiche, ein Buch herausgegeben hat mit dem Titel Quartettinien, würden heute sagen Quartette. Das sind einfach Blasquartette ohne Text, sogar auch ohne Kirchenliedmelodien, bis auf ein, das letzte war allein in der Höser Ehe. Und nun, in seinem Vorwort schreibt er, dass diese Quartettinien, diese Blasquartette, als Freuden- und Friedenszeichen über die Stadt hin erklingen mögen. Also, auch in der wortlosen Musik hat man ein Symbol der Freude, des Friedens gesehen, wobei man sicherlich auch eben an die christliche Freude meinte und eben einen christlichen Frieden, denn die alle waren eben auch vereidigt auf eine christliche Aufgabe. Das würde also das eine sein, dass wir vielleicht ein etwas unbefangenes Verhältnis bekommen zu textfreier Musik. Dass die Musik als solche auch eine Aufgabe haben kann. Man könnte sagen, eine symbolische Aufgabe, eine Hinweisaufgabe. Wir unterlegen ja auch keinen Text unseren Kirchenglocken zum Beispiel, nicht wahr? Und es fehlt uns was, wenn die Glocke nicht ertönt. Nicht nur, dass sie uns ärgert, wenn sie die Aufnahme machen, sondern wenn nicht geläutet wird zum Gottesdienst oder es bei einer Beerdigung. Es gibt ja eine ganze Läuteordnungen. Das gehört als Auftakt, als Einstimmung im weitesten Sinne, als Signal, als Anruf mit dazu.
Das könnte ein Ausgang sein, ist mal zunächst mit dem Glockenläuten zu vergleichen. Eine solche Bläsersonate, es ist ein Anruf, ruft die Menschen zusammen, schon in dem Ton, schon im Klang. Auch wenn ich meine, es gibt keinen christlichen Klang an sich, wie Kulo, das ist vielleicht zu gefährlich auszusprechen. Aber es ist doch eine Aura und ein Symbol, wie das Blasen als solches, der Ton als solches, wenn es in einem Brauchtum eingebaut ist, mitgeben kann. Ich meinte, eine freiere Haltung zum Text. Wir sollten, würde ich meinen, keine Wörtermusik machen, sondern eine Wortmusik. Wir müssen sagen, das Wort, sie sollen lassen stehen, nicht wahr? Nicht die Wörter. Also einmal eine unbefangene Haltung zur textfreien Musik. Denn auch dadurch kann etwas vermittelt werden, nicht in diesem Konkreten, das soll dann ja noch kommen, aber müsste vielleicht anderweitig dann kommen, das kann nicht dann nur das Blase machen. Zweitens etwas, könnte ich meinen, was auch nicht ganz ungefährlich ist, aber vielleicht darf ich das übrigens andeuten. Kulo hat das Flügelhorn geschaffen gegen seinen Vater, der noch das allgemeine Instrumentarium benutzt hatte, weil er auch gar nichts anderes kannte. Mit dazu, das hatte ich schon angedeutet, um diese Kreise wirklich einzukreisen, um darin eine Waffe zu haben, eine musikalische Wand zur bösen Welt, in Anführungsstriche, nicht wahr? Um sie beieinander zu halten, um sich denn zu verkapseln, eine chinesische Mauer. Das ist sicherlich generationenlang sehr wertvoll gewesen, aber auf die Dauer ist das auch schwierig, weil ich die Verbindung jetzt rein künstlerisch auch zu der Entwicklung der Kunst nicht mehr habe und sie neu suchen muss. Erst nachdem Kulo gestorben war, ist eigentlich erst die Suche gegangen nach Kontakten zu dem, was man Musik im eigentlichen Sinne nennt. Und das meine ich jetzt, wir müssten, glaube ich, doch den Mut haben, Verbindungen zu suchen. Also es nicht zu meinen, nur das erweckliche Lied als Evangelisation sei möglich. Es muss auch möglich sein. Aber allein behandelt, glaube ich, kann es, ich will sehr vorsichtig sein, zu einer Dekadenz führen. Und wir sollten eigentlich die Verbindung zur Kirchenmusik haben und halten. Das ist dann ein Punkt, den ich für wichtig halten würde. In unserer kirchenmusikalischen Ausbildung in Herford haben wir das als Fach mit angesetzt, freiwilliges Fach für die jungen Damen, die davon aber eifrig Gebrauch machen als Posaunenengel, und inzwischen für alle Männer Pflicht, um den Kontakt zu legen. Es ist ja doch so, dass beide, die Kirchenmusiker und die Bläser, wenig Kontakt hatten, da könnte man viele Geschichten, auch scherzhafte Geschichten erzählen, worin sich das äußert, dass der Organist eine andere Tonart spielt, wo die Bläser gar nicht drin spielen können, mit 5 Kreuzen meintagen oder 4 Kreuzen, das ist schon längst Feierabend, wo die Bläser nicht spielen können und wieder unverrichtete Sache nach Hause ziehen müssen, nicht wahr? Und die Bläser so laut spielen, dass die Orgel nicht mehr mitkommt oder so. Das gibt es auch also unter christlichen Brüdern. Aber auch in der Sache selber muss man eine Verbindung zum Nebenmann haben, scheint mir. Und da wäre dann doch der Kirchenmusiker vielleicht der Erste. Und zwar, dass wir da mitblasen zum Beispiel, wo der Kirchenmusiker uns gebrauchen kann. Zum Beispiel die Frage der Aufführungspraxis. Wir kommen aus einem Zeitalter des A Cappella-Ideals, der Romantik, des reinen Singens, siehe Kulo. Das Blasen ist ja nur ein verschämtes Singen gewesen für ihn. Und allgemein versucht die Kirchenmusik wieder Instrumente mehr heranzuziehen, nach den alten Aufführungspraktiken. Ich schreibe gerade oder fasse das gerade in einem Buch zusammen. Das ist mit ein Grund, warum ich hier so in einem Schwarzwaldwinkel sitze. Um hier die ganzen Möglichkeiten mit einzusetzen. Zum Beispiel, dass man die Choräle in den Bach-Kantaten durch Bläser mit abstützt. Oder auch in der Motette Jesu meine Freude.
dass man Instrumente mit einsetzt, war Jesu meine Freude, und die Choräle jedes Mal, Lieblingslied von Kuhlo, die Bläser hinzuzieht, wo sie eine wirkliche Aufgabe dann haben und dass die Hörer dann ohnehin da sind. Das würde mir als eine gute Möglichkeit erscheinen. Verbindung, Kontakt zu denjenigen, die eigentlich für das Lernen der Kirchenlieder verantwortlich sind. Verbindung zum Pfarrer. Ja, schon zum Kindergarten, zum Kirchenmusiker, auch auf diesem Gebiet. Und dass sich da vielleicht Bläser anbieten, dort mitzuhelfen und mal eben ein Lied einsingen, auch mit dem Blasinstrument, wie das Kuhlo auch gemacht hat. Er hat die Lieder auf Pfarrkonferenzen eingesungen und eingeblasen. Und deutlich machen, welchen großen Wert es hat, dass wir Lieder lernen. Ich darf von mir aus sagen, dass... Natürlich habe ich mich auch oft geärgert, es musste das Lied auch noch lernen, nicht wahr? Wenn man Junge ist, setzt sich abends noch schnell hin und liest es abends im Bett noch durch. Was es bedeutet, wirklich dann als Kern und Lebensform, sieht man dann, wenn man in Gefangenschaft ist, wenn man im Krieg ist, wenn man auf dem Operationstisch liegt. Denn das gelernte Lied gut ist einfach unentbehrlich, würde ich meinen. Und das müsste deutlich gemacht werden. Da kann man das Blasinstrument mit hinzunehmen. Dass man eine eiserne Ration jedenfalls von Liedern kennt, auf die man sich dann stützen kann. Ja, vielen Dank, Herr Professor, für dieses ungemein informative Gespräch mit einer Fülle von Gedanken auch Ihrerseits. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Bitte schön, es war mir eine Freude, mit Ihnen mich unterhalten zu können.